Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserer Pre-Show für das Finale des Melodiefestivalen 2021. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir sind heute wieder zu dritt. Duspra ist dabei. Hallo Duspra. Warte mal, ich höre hier gerade was. Peter macht das jetzt gleich mal leise oder habe ich das noch mit offen? Dann kann es auch sein, dass ich das Problem bin. Ja, ich bin das Problem. Ja gut, das ist nur keine Neuigkeit, aber wenn du zumindest den Ton ausstellen könntest. Ihr Schecter May, wie das Schwede sagen werde. Ich sag mal, Quell. Okay, Josef, so. Dann trefft Spender eine Quell, ich Quell, mehr. So sieht es nämlich aus und nicht anders. Sehr schön. Jetzt haben wir auch schon mal Schwedisch gehört, werden wir nachher natürlich auch noch sehr lange hören. Peter ist auch dabei, das will ich nicht versäumen zu erwähnen. Und wir legen heute ein schnelleres Tempo vor als sonst, denn wir haben ja nur 30 Minuten und wollen ganz viel besprechen. Wir werden unsere drei persönlichen Favoriten enthüllen. Wir werden aber natürlich auch noch über die großen Favoriten sowohl bei den Buchmachern als auch bei den ESC-Kompakt-Leserinnen und Lesern sprechen. Und Duspa hat uns auch noch den neuesten Gossip angekündigt und versprochen und darum gebeten, dass wir darüber sprechen. Ich bin sehr gespannt, was er da auf seiner Liste hat. Und da könnt ihr euch also auf jeden Fall drauf freuen. Und es lohnt sich deshalb bis zum Ende dabei zu bleiben. Genau, wobei wir mit dem Ende gucken müssen, dass wir rechtzeitig den Absprung schaffen nach Schweden, denn die sind ja bekanntermaßen pünktlich. Da kommt ja nicht plötzlich eine Nachrichtensendung dazwischen, sondern da geht es Punkt 20 Uhr los. Genau, also wir brauchen so ein, zwei Minuten vielleicht, um dann doch noch uns vorzubereiten. Richtig. In jedem Falle starten wir damit, dass wir drei unsere Top 3 des heutigen Abends durchgehen und gleichen dann im Anschluss ab, ob auch das mit den Wettquoten und eurer persönlichen Meinung übereinstimmt. Wir freuen uns wie immer, das vielleicht noch ergänzend, wenn ihr auch eure Top 3 in die Kommentare schreibt. Pasi, du darfst natürlich auch deine Top 5 schreiben, aber wir werden das jetzt so machen. Wir sagen alle unseren dritten Platz, dann alle unseren zweiten Platz, dann alle unseren ersten Platz. Und das bedeutet, wenn ihr das auch in den Kommentaren so handhaben wollt, dann würde das perfekt zusammenpassen und wäre eine runde Sache. In diesem Sinne würde ich euch bitten, dass wir loslegen und stelle die Frage an Duspra. Duspra, was ist denn dein dritter Platz des heutigen Abends? Mein dritter Platz in der Erwartung natürlich für das, was jetzt auf uns zukommt. Und bei mir, das wisst ihr ja mittlerweile, geht es immer darum, welche Lieder ich besonders häufig höre. Denn das sind typischerweise Lieder, die ich sehr, sehr gern mag, die mir gut gefallen. Und danach bewerte ich. Ich bewerte nicht nach Qualität oder irgendetwas anderem. Und vor allen Dingen führt das ja häufig dazu, dass Benny Reis ausnimmt, wie auch in diesem Fall. Das ist mir aber dann an der Stelle egal. Umso mehr Zeit habe ich dann hier zu erzählen. Also mein dritter Platz für heute Abend, in der Wunschhaltung, ich gehe davon aus, dass es nicht so wird, mein dritter Platz geht an Paul Ray, The Missing Piece. Oh, da freut sich meine Nichte. Gibt's da, du darfst natürlich gern noch sagen, was du daran magst oder warum der dritte Platz, also du musst auch nicht, aber... Nee, mache ich, also ich kann das natürlich gerne auch, bitte begründen Sie Ihre Meinung. Kurz und klar. Genau. Ich mochte Paul Ray letztes Jahr auch, war natürlich sehr gespannt, was dieses Jahr kommt, dass das jetzt nicht unbedingt so wie vergleichbar ist zu Talking My Sleep, sei mal dahingestellt. Und ich war am Anfang, glaube ich, auch etwas kritisch gegenüber diesem Lied und vielleicht auch, weil ich ihn aus dem... Ich glaube, Paul Ray war im ersten Halbfinale und ich da andere Favoriten hatte, die irgendwie weiter sollten, so oder Charlotte Perelli zum Beispiel. Deshalb musste ich das da ein bisschen runterreden. Aber ich habe das Lied schon sehr, sehr gern gehört. Ich mag die Harmonien davon. Ich habe mich mit seiner Stimme da auch ganz gut zurechtgefunden. Und ich finde eigentlich, auch wenn ich ganz ehrlich bin, den Auftritt auch ganz gut. Ich glaube auch, dass wenn die Klamotten zu groß sind, sie noch ein Müh tragbarer sind als die von Erik Saade, aber da kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber sprechen. Also das ist der Grund dazu, ich mag melodische Musik, schöne Harmonien und ein Song, was eine nette Aussage hat, was passt dir. Peter, what about you? What tycker du?
Meine drei sind die Mamas. Ich mag die Mädels. Auch drei. Genau, ich mag die Mädels. Ich finde den Auftritt super. Es ist mir, wie ich schon ungefähr 3 Trilliarden Mal gesagt habe, immer sympathisch, wenn ich die Vorjahres nicht zum Zuge gekommenen Acts wiedersehe. Insofern beide Daumen hoch für die Mamas auf meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist Erik Sade. Ich könnte mir vorstellen, zu dem kommen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher, weil ich davon ausgehe, den könnten auch noch andere in dieser Runde auf der Liste haben irgendwo. Ich finde, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen ein Problem mit dem Song. Ich finde ihn auch nach wie vor nicht den Oberkracher, habe mich aber ein bisschen reingehört und muss sagen, dass ich insgesamt so dieses Paket auch mit der Performance schon sehr rund finde. Und ja, deshalb ist er mein Platz 3, weil da sozusagen von den anderen, die ich irgendwie ganz nett finde, niemand rankommt, weil ja, wie gesagt, also einfach das Gesamtpaket, finde ich, stimmt bei ihm. Man merkt, da steckt ein Konzept dahinter und das ist einfach eine runde Sache. So, dann machen wir doch direkt weiter mit dem zweiten Platz. Genau, und da bin ich bin jetzt beim zweiten und ersten Platz ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich sag mal, vermeintlich professioneller Meinung und dem, was ich dann ehrlicherweise am allermeisten höre und tatsächlich noch lieber mag. Und ich bin jetzt dann an der Stelle einfach nur Privatperson Duisbois an der Stelle und sage, wir machen mit dem weiter, mit dem Benny aufgehört hat, nämlich mit Erik Sade, der bei mir dann auch auf der 2 ist. Ich finde das ist eine Überraschung. Ja, finde ich auch. Es ist, ich finde, die nasale Stimme ist tatsächlich schlimm. Ich finde sie bei der Aufnahme, bei dem veröffentlichten Song nicht, das fällt es nicht so sehr ins Gewicht. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, das kommt mir irgendwie so bekannt vor, das muss da früher schon mal irgendwie gegeben haben. Dann war es aber auch in einer sehr modernen Anmutung. Und dann aber in dem Paket auch mit dem Auftritt zusammen finde ich, dass das tatsächlich ein Auftritt ist, der für den ESC wie gemacht ist, den ich da sehr, sehr gerne auch sehen würde. Ich mag das Lied. Ich finde, das Lied ist gut, auch sonst so allgemein ja akzeptierbar, also nicht nur akzeptierbar, sondern eben auch kann auch breite Leute ansprechen. Und die Umsetzung tatsächlich für Erik ja ein bisschen gewagt. Er wagt sich ja auf neues Terrain. Wir erinnern uns an seinen letzten Auftritt, da war ja auch ganz in Weiß bei Sting, was ich noch ein bisschen schneller zugänglich fand. Und ihr singt ja auch ja alle schon wieder mit. Das ist natürlich dann durchaus nachvollziehbar. Ich finde erst da. Und naja, überschaubar, aber im Rahmen der Fans dann schon. Aber ich hab sehr ausgelassen auf Sting getanzt, als du es aufgelegt hast in Hannover. Zum Beispiel, wo wir hoffentlich im Oktober ja wieder auch zusammen feiern können, dann am 2. Oktober. We will see. Nein, und ich finde das, er ist im positiven Sinne wirklich erwachsen geworden, macht da eine wunderbare Show, die einfach auch gut passt, die ein bisschen was anderes, was man noch nicht 17 Mal gesehen hat und eben musikalisch tatsächlich auch, sind wir damit in der aktuellen Zeit, das ist eben auch zeitgemäß und trotzdem eingängig und ist nicht total verstörend. Und daher mein zweiter Platz für Erik Sade. Peter, was ist dein zweiter Platz? Nicht Erik Sade. Ich hatte vorhin, ich weiß nicht, ob man es mitgekriegt hat, es hat bei mir ständig gewackelt, ein Glas Wasser verkippt. Das hätte ich nochmal verkippen müssen, als ich die Ankündigung von Duisbois hörte, dass er Erik noch auf dem 2. hat. Aber gut, die Wege des Herrn sind unergründlich. Mein zweiter Platz ist Charlotte. Natürlich Charlotte. In jedem anderen Jahrgang wäre sie auf Platz 1 bei mir gelandet. Ich mag einfach, wenn ihre moderne Musik. Ne, das ist genau dieser moderne, kantige Stil, ist genau das, was ich an Charlotte mag. Sie ist eine Göttin, da muss ich nicht viel zu sagen. Und ich habe den Song in diesem Jahr nicht nur von allen Mellow-Songs am meisten gehört, sondern von allen Songs am meisten gehört. Und zwar nicht von allen ESC-Songs, sondern von allen Songs. Ich habe Charlotte häufiger gehört als Taylor Swift. Ich kann sie dennoch nur auf Platz. Ja, das ist jetzt die Frage. Warum dann nur auf der 2? Ja, ich kann sie trotzdem nur auf Platz 2 nehmen, weil es gab ja in der jüngeren Vergangenheit, um nicht zu sagen im Semifinale 4, noch einen Song, über den ich gleich noch ein bisschen sprechen werde. Also Charlotte mit einer großen Umarmung auf Platz 2.
Wir müssen vielleicht noch ganz, ja, ganz kurz, weil da Nachfragen wegen modern und kantig kommen in den Kommentaren, müssen wir vielleicht ganz kurz aufklären, dass wir da so ein persönliches Spielchen haben, weil vor allem als Peter Charlottes letzten Auftritt bei Mello, als sie ja diese Ballade, deren Titel mir schon wieder entfallen ist, mit der Gitarre gespielt hat und ich dabei wirklich eingeschlafen bin praktisch. Seitdem praktizieren wir das, dass Peter immer sagt, das wäre so moderne, kantige Musik, wenn ich sage, sie ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Wobei, also ich muss ja dazu sagen, dass ich finde, also der zu dem Song kann man gut im Euroclub tanzen, ja, aber er ist halt jetzt nicht unter meinen Favoriten. Mein Platz 2 ist Clara Klingenström. Das überrascht mich jetzt nicht. Also irgendwie der schon. Der in Today the Dark. Aber ich der finde, ist auch klasse. Der ist richtig also, klasse. Haben wir auch schön gehört jetzt diese Woche. Ja, und da ist es bei mir so, Peter, dass wenn ich jetzt nur nach dem Song bewerten würde, könnte es sogar sein, dass der an meiner 1 kratzen würde. Muss aber ich das jetzt ist ja Glück deine 1. Hast du deine 1 bei Mello, nicht deine 1. Deine neue 1 ist ja UK sonst insgesamt. Ne? Da ja, da müssen wir da mal gucken, wo das okay. Sich einsortiert. Aber also Clara Klingenström finde ich wirklich vom Song her ganz große Klasse. Ich finde, da wäre durchaus noch Luft nach oben gewesen, was die Performance angeht. Wir haben ja schon oft über das 40-Kronen-Kleid gesprochen. Ich finde auch das rote Kleid zu pinken Haaren und auch teilweise ihren Ausdruck und das ganze Setting. Jetzt höre ich mich wieder doppelt, falls sich jemand von euch irgendwo reingekoppelt hat. Peter? Okay. Also jedenfalls, ich finde den Song ganz große Klasse. Am Staging, finde ich, hätte man noch ein bisschen mehr machen können, ein bisschen mehr rausholen können. Ich glaube trotzdem, dass sie heute sowas wie das Dark Horse sein könnte. Mhm. Ich glaube, dass es ihr und dem Song sehr gut getan hat, dass sie sich über die Antraschanzen qualifizieren konnte. Da konnte sie jetzt wirklich nochmal ordentlich Promotion mitnehmen, Fahrt aufnehmen. Und sie kommt ja auch wirklich in den Charts und Streaming-Charts und so weiter sehr gut an. Und ich glaube wirklich, dass zumindest auch im Televoting mit ihr zu rechnen ist, was ich gar nicht einschätzen kann, beziehungsweise was ich eher als schwierig einschätze, sind die Jurys. Aber ja, man weiß es immer nicht so ganz genau und insofern lassen wir uns einfach überraschen, was da passiert. Aber sie ist auf jeden Fall mein zweiter Platz wegen des großartigen Songs. Benni, da gibt es eine Frage von Bertie01, aber findest du nicht, dass sie ganz schön verloren auf der Bühne aussieht und dieses Pseudo-Gitarrenspiel? Ja, eben leider ja. Also ich finde, man muss ja nicht jeden Song mit der großen Mello-Show inszenieren. Das erwarte ich gar nicht bei diesem Song. Aber ich finde, es sieht halt eigentlich eher so ein bisschen aus wie Schulaula, Abschlussfeier oder so in die Richtung. Und da hätte man meiner Meinung nach einiges mehr rausholen können, auch ohne große Show, sondern trotzdem reduziert und so weiter und nur auf sie. Da wäre mehr drin gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht kann der Song ja wirklich dadurch, dass er so gut ist, da noch einiges rausholen. Ich muss gerade ein Foto für Bernd Ochs machen, der geschickt hat, dass er uns. Der hat mir auch schon geschrieben. Ja, also sind ja viele Leute dabei, die sich auch schon alle aufs Mello freuen. Und das ist ja auch das Schöne, wir freuen uns nicht nur auf unsere jeweiligen Nummer 1, sondern dass das ja heute der große Saisonabschluss ja quasi ist. Also stehen zwar noch ein paar Lieder aus, aber im Grunde ist das jetzt das große Finale heute Abend schon für die Vorentscheidssaison 2021. Können wir vielleicht gleich auch noch heute und morgen, sehen wir uns eigentlich morgen auch wieder, Benni, um 19 Uhr oder interveniert das eigentlich mit irgendwelchen Wahlen, die morgen stattfinden sollen? Na, wir waren ja uns ja noch nicht so ganz sicher, auch weil jetzt ja klar ist, dass 2 Songs auf jeden Fall erst am Montag kommen, ob wir das dann nochmal nach hinten schieben. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Das machen wir vielleicht auch vom heutigen Ergebnis abhängig. Ob möglicherweise deine Nummer 2 gewinnt oder aber auch meine Nummer 1, ganz überraschend. Und es ist tatsächlich so, dass Musik ins Herz gehen muss und auch der oder die Künstlerin natürlich den Weg, das Lied, die Welt leben und darstellen muss und vermitteln können muss. Und das gelingt besonders gut
der Künstlerin, die bei mir auf dem Platz Nummer 1 ist. Peter hat sie eben schon hochleben lassen. Ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal deutlich hervorheben. Charlotte Pirelli, still young, ist das Motto für die nächsten Jahrzehnte, hoffentlich. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe gekämpft mit mir eben noch, vorhin, nehme ich Erik auf die 1 oder Charlotte. Und ich habe dann gesagt, also wenn ich mir, glaube ich, meinen Songcount angucke, und da geht es mir ganz ähnlich wie Peter, dann gewinnt eben die Charlotte. Und es ist großartig, dass sie es zeigt, dass ein Song, der möglicherweise 2007, 8, 9, 10 sogar noch Chancen beim ESC gehabt hätte, auch heute einigermaßen modern inszeniert werden kann, unterhaltsam, dass man Spaß daran hat. Ich liebe ihren Sidestep, den wir zuletzt bei Hera Björk gesehen haben, wie viel Liebe sie da reingibt, wie viel Energie. Und ich freue mich, wenn sie das nächste Mal beim Stockholm Pride oder sonst wo auftritt und dann noch ein zusätzliches Lied hat, was sie singen kann. Also es ist ganz, nicht fantastisch, großartig, aber es ist richtig schön. Ich freue mich für sie, dass man also auch, nachdem man 1999 den ESC gewonnen hat, einfach auch nochmal 22 Jahre später im großen Finale dabei ist. Sie wird nicht gewinnen, machen wir uns keine Angst, keine Hoffnung darum. Aber es zeigt halt einfach, was für eine Wertschätzung, was für eine Freude dabei ist. Und auch nach so einem, nach einer Nebelkerze, wie mit Leaf vor ein paar Jahren, dann da nochmal wieder auf den richtigen Pfad zurückführen kann. Also in meinem Herzen ist immer für Charlotte Platz. Peter, wer hat es denn bei dir auf die 1 geschafft? Du, witzig. Ich habe ähnlich überlegt wie du. Aber ich habe mich dann doch nicht getraut, Erik von der 1 zu kicken. Ich hatte auch überlegt, nimmst du nicht doch Charlotte nach oben? Eben, weil sie bei mir in allen Airplays führt, weil ich eine leidenschaftliche Hingabe zu ihr habe. Ich bin schon seit ihr Take Me to Your Heaven bin ich ein Riesenfan von Charlotte. Habe das immer verfolgt, was sie so alles macht. Ja, und ich finde halt, ihre Musik ist modern und kantig geblieben. Da bin ich mir auch mit Benny einig. Aber leider ist sie ja auf deiner 2 und kann deshalb nicht auf deiner 1 sein. Nehme ich an. Wer ist auf deiner 1? Auf meine 1, hab ich das nicht schon gesagt? Auf meiner 1 ist selbstverständlich Erik. Na? Aus ganz vielen Gründen. Es wird ja hier und da seine Stimme thematisiert. Ich finde an seiner Stimme super, die ist tatsächlich kantig. Ich finde an der Stelle super, dass sie eigenständig ist. Ich finde den Song modern, professionell, abwechslungsreich, ne? Überzeugungsstark, auch finde ich sehr europäisch, ne? Mit ein paar R&B-Einsprengseln. Ich finde das super und als ich das gehört habe, war ich schon begeistert, das Snippet, aber als dann dieser Auftritt kam, der ist ja großartig. Klar, ist ein bisschen was abgeguckt von Euphoria, aber dieser Auftritt ist sensationell. Ich finde auch das Outfit klasse. Ja, und dann mein dritter und entscheidender Grund, warum ich ihn dann doch auf der 1 gelassen habe und nicht Charlotte hochgehoben habe, ist, ich möchte, dass Erik nochmal teilnimmt. Also das, ich fand auch Sting super, by the way. Na, aber mit Manboy und Popular bin ich, hat der Klassiker geschaffen und ich würde ihm so gönnen. Also du hast es gerade schon ganz schön formuliert. Sie hat jetzt, Charlotte hat jetzt ein Lied mehr, was sie auf dem Pride-Events vortragen kann. Bei Erik kann man sagen, er hat jetzt eine Zugabe mehr, die er auf Konzerten geben kann. Na, also ich finde das super. Ich bin ein bisschen ängstlich, weil ich jetzt diese Wettquoten, das geht ja immer mehr in Richtung von Tusse. Da müssen wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, wenn Benny seine Nummer 1 gemacht hat, denn wir müssen tatsächlich auch die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Die Schweden fangen genau. Jetzt endlich an. Benny, sag du doch nochmal ganz schnell, vielleicht taucht das was wie Dotter nochmal auf oder Tusse von dir. Ich weiß es nicht. Du bist ja hier offenbar ein bisschen anders gepolt als wir. Ich bin so alternativer unterwegs. Also ich muss erstmal was sagen, ich bin ganz überrascht eigentlich, was Peter sagt, weil bei mir ist es eher sogar ein Grund, dass ich nicht hoffe, dass Erik gewinnt, weil er eben schon beim ESC war. Also so sehr wir uns ja auch freuen, wenn hier Leute, die eigentlich letztes Jahr zum ESC gedurft hätten, das... Gutes Personal ist so schwer zu finden und du hattest auch richtig Glück. Also insofern... und deswegen bin ich eigentlich eher immer so, dass ich denke, gerade bei so einer Vorentscheidung, also wenn da jetzt jemand anderes mal eine Chance bekommt und auch dieses ESC-Erlebnis haben darf, da würde ich mich dann doppelt freuen. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Nummer 1 ist Dotter. Ah, okay. Ja. Also wie unsere Leser sozusagen. Die ja, auch ja Dotter kannst du auch gleich noch auflösen, nochmal genau die Reihenfolge. Also ich...
fand Dotter letztes Jahr schon weit vorne, da hat aber natürlich Anna alles überstrahlt. In diesem Jahr finde ich den Song wieder ganz klasse und ich finde, sie hat es super hinbekommen, dass sie zwar so nah an letztem Jahr dran ist, dass die guten Sachen weiterhin gut sind und sie hat es aber trotzdem hinbekommen, ihrem Stil einen neuen Touch zu geben, eben so ein bisschen düster, bisschen elektronischer, bisschen kantiger auch, Peter, da kann man es vielleicht jetzt sagen und trotzdem finde ich auch die Bühnenshow wieder toll gemacht und ich habe, glaube ich, das schon mal auch hier gesagt, ich finde aber auch den Text von dem Song und das Thema gefällt mir auch wirklich gut. Little Todd läuft jetzt nach der Veröffentlichung bei mir rauf und runter und ich könnte damit sehr gut leben in Rotterdam, würde mich freuen. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass es wirklich so kommt. Also ich glaube, da hätte wirklich Clara eher noch Außenseiterchancen, als dass Dotter am Ende vorne liegt. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und genau, ich bin voll auf Dotter heute Abend. Und nicht nur du, sondern tatsächlich ja auch die sehr, sehr knappe Mehrheit unserer LeserInnen. Und das ist das Spannende, dass wir drei sozusagen auch sehr gut das abbilden, was die Favoriten unserer Follower, Anhänger, Kommentatoren sind. Und erstmal ganz großes Lob an alle, die mit abgestimmt haben. Also 766 Stimmen für so eine. Seit gestern. Das habe ich ja relativ spät erst online gestellt, dass ihr euch, also man setzt sich damit auseinander mit den Liedern. Man hat ja auch 5 Wochen Zeit, sich damit daran zu tasten. Und da sieht es jetzt im Moment tatsächlich so aus, dass Dotter eben mit 27 Punkten vorne liegt, Prozent. Erik Saade dabei mit 25 auch ziemlich dicht dahinter. Das war ja sich relativ früh abgezeichnet. Und die beiden sind aber jetzt mittlerweile so weit nach vorne geprescht, weil dann auf Platz 3. Und da liegen dann wiederum lustigerweise The Mamas mit 10%, Tusse mit 10% und Clara Klingström mit 9%. Also eben auch sehr, sehr dicht beieinander. Das ist also genau diese 5 Songs, die ja auch so generell hoch gehandelt werden, wobei eben Tusse bei uns noch auf die 10% kommt. Das weicht jetzt erheblich ab und da können wir vielleicht jetzt tatsächlich die letzten Minuten noch dann gleich nutzen, dann nochmal drüber zu sprechen, wie das eben kommen kann, dass das in Schweden so hoch gehandelt wird und was wir vielleicht glauben, was die internationalen Jurys ausrichten können. Denn ich bin auch noch nicht überzeugt, ob das schwedische Publikum dann tatsächlich bei 12 Liedern so eine starke Differenz hinkriegen wird, dass Tusse so viel stärker ist, als das, was die Jurys mit ihren Votings ausrichten können. Wie seht ihr das? Ja, lass mich noch, du hast es jetzt zwar schon am Rande erwähnt, ich will trotzdem auch nochmal vielleicht so die ersten 3, 4 der Wettquoten sagen. Ich habe gerade die Seite nochmal aufgemacht. Bei Eurovision World gibt es ja immer den Überblick. Also Tusse, Winning Chance, 61%. Krass. Das ist ja schon relativ viel, kann man sagen. Erik Saade auf Platz 2 mit 17%. Dann kommt Dotter 8%, The Mama 6% und dann Clara Klingström 3% und dann geht es so, Dani noch 2 und Charlotte 1% und alle anderen dann weniger als 1%. Sieht aber, es sind immer ähnliche Namen vorne. Tüsse hatten wir jetzt alle 3 nicht auf dem Zettel so richtig. Aber ansonsten, genau, Tüsse, Erik, Dotter, Mamas, Clara vielleicht mit Außenseiterchancen. Ich denke, das werden so die sein, zwischen denen sich's dann entscheiden wird. Gut, das ist jetzt das halbe Teilnehmerfeld, aber vielleicht aber einfach, weil es wirklich so eng ist dieses Jahr. Peter, wie siehst du das denn, den Einfluss der Jurys vielleicht noch kurz jetzt? Liegt es nachher in der Hand der internationalen Jurys zu entscheiden, wer für Schweden zum ESC fährt in diesem Jahr? Also du hast es ja schon gesagt, also ich glaube auch, dass sich das Publikumsvoting auch aufgrund dieses neuen Systems in Schweden, dass sich das breiter streuen wird. Also es werden jetzt nicht 60% aller Punkte an Tusse gehen, auch wenn er in den Wettquoten so weit vorne ist. Na? Und es wird, ich finde sogar, dass Tusse auch mit Paul Ray und auch ein bisschen mit Erik sich auch die Publikumsstimmen teilen muss, wenn es so um den gleichen Style geht. Es ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Also klar, ich weiß, dass das Swedish Idol gewonnen hat, aber wieso er so weit vorne liegt. Es stand hier in den Kommentaren, Anna hat es geschrieben, dass er in Spotify weit vorne liegt in Schweden. Das halte ich dann tatsächlich für einen signifikanten Indikator. Und ausgehend zu der Frage, also
die Juries, denke ich, da hat Erik Chancen, aber auch ganz stark The Mamas und Clara Klingström. Na, also ich denke, dass diese drei bei den Juries weit vorne landen werden. Na. Und was man ja auch immer nicht vergessen darf, Duspoir, korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich meine, man kann doch auch immer noch weiter abstimmen in Schweden, ja, wenn die Juries schon ihr Voting bekannt geben. Und insofern, da merkt man ja schon auch relativ häufig, dass dann doch die auch im Jury-Voting vorne liegen, also natürlich nicht der eine Eck, der vorne liegt, aber man merkt, sieht dann ja schon irgendwie, irgendjemand hat gar keine Chancen mehr. Und insofern glaube ich schon, dass sich am Ende dann auf die ersten 3, 4 der Juries auch viele Televoting-Punkte konzentrieren werden. Also insofern geben die Juries da schon immer eine bestimmte Richtung vor, auch wenn sie das am Ende nicht entscheiden. Und da sehe ich es wie Peter. Ich kann das nicht so einschätzen, ob vielleicht Dotter noch mit dabei sein wird, aber so diese Vierer-Kombo glaube ich schon. Wir wissen ja aber auch so in die Tüsse-Richtung, dass die Juries da schon zumindest beim normalen ESC drauf fliegen. Also es heißt ja jetzt auch, wenn Tüsse zum ESC fahren würde, und das glaube ich auch, würde er wahrscheinlich bei den Juries ganz gut abschneiden, beim Televoting vielleicht eher so mittel. Das schätze ich im Moment auch so ein. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass er heute bei den Juries relativ gut punktet, wenn das so ein typischer Jury-Song ist. Also, ja. Den Eindruck hatte ich eben nicht, weil ja tatsächlich die internationalen Juries ja meistens auch relativ nah dran liegen an dem, was die Fans ja auch so sagen. Also das ist meistens sehr ähnlich. Und dazu kommt, also ist mein Eindruck, das Problem natürlich, da hätten wir jetzt tatsächlich noch mehr Zeit haben müssen, noch zu diskutieren, dass die englische Jury jetzt die weißrussische Jury oder die belarussische Jury ersetzt hat, die eigentlich für Osteuropa stehen sollte. Die britische Jury ja dafür bekannt ist, manchmal ein bisschen weird zu werten. Da kann es durchaus sein, dass Avingana plötzlich 12 Punkte kriegen. Also da ist jetzt heute Abend tatsächlich viel drin, was das natürlich sehr, sehr spannend macht. Wir hatten vorhin angekündigt, dass wir noch ein bisschen, nicht Juicy Talk, aber noch ein paar Hintergrundinfos, das ist aber jetzt nicht so super spannend, aber bei der Probe gestern, bei der Generalprobe, nicht der Nachmittag, da war ja zeitweise Dotter mit einer Halskrause zu sehen, also nicht bei allen Auftritten, aber im Teil der Auftritte. Ich weiß gar nicht genau den Grund, aber es hieß dann auch, dass eben etliche Töne dann schief gewesen wären. Sie wird jetzt nicht heute Abend mit der Halskrause drauf sein, sondern die wird sie dann wahrscheinlich abnehmen für die 3 Minuten, aber das kann natürlich ihre Chance dann auch noch mal ein bisschen reduzieren. Und auch selbst wenn jetzt eben sozusagen der internationale Druck, so wie bei Benny Richtung Dotter wäre, das vielleicht dann doch noch mal ein bisschen schwerer für sie gestalten. Also das wird ganz spannend. Ansonsten heißt es, dass das Rahmenprogramm, die Moderation, gerade Frank, für dich von Mons natürlich ganz großartig ist. Also es soll schöne... Und wir können verkünden, dass es eine große Versöhnung gibt und gab. Das ist nämlich aus der aktuellen Erik Sade-Story auf Instagram. Und das ist mit Dani, also oder wie? Erik und Dani sind wieder ein Herz und eine Seele. Insofern, alles ist wieder gut. Wir können beruhigt in diesen Mello-Abend gehen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt auch. Ach, oder sorry, du hast schlaue, also schöne Sachen gesagt, interessante Sachen. Wir können sie aber, glaube ich, jetzt nicht mehr bis zur Genüge diskutieren, weil du musst auch den Live-Blog starten. Insofern ist es schön, dass ihr dabei bleibt bei ja, uns. Schön, dass ihr dabei seid, gewesen seid. Wenn ihr wollt, liked noch dieses Video und abonniert unseren YouTube-Kanal und schaut jetzt auf jeden Fall auf ESC Kompakt im Live-Blog vorbei. Da gibt es auch den Link, weil die Frage war zum Livestream natürlich. Und ja, viel Spaß heute Abend. Macht's gut, allen einen schönen Abend. Bis dann.